So, ich würde euch gerne jetzt noch den Input vom Aufbruch zu dieser Aktion vorstellen, bevor wir dann eine kurze Pause machen und ein bisschen Musik hören und ihr alle noch mal ein bisschen Chili essen könnt. Und dann haben wir als Höhepunkt sozusagen später noch das Theaterstück von der Straßenbande. Ein kleines WG-Zimmer mit lieben Mitbewohnern, ein linkes Hausprojekt, ein gemütliches Haus für eine Großfamilie, eine Wohnung, wo in den Stockwerken drunter und drüber andere Kinder wohnen und immer jemand zum Spielen da ist oder ein Wagenplatz. Wir vergessen oft, dass ein Zuhause nebst der Erfüllung der körperlichen Grundbedürfnisse mit seiner sozialen Eingebundenheit einhergeht. Menschen, die durch Mieterhöhung oder schlecht bezahlte Jobs, meistens die Kombination aus beiden, in Armut und im schlimmsten Falle in die Obdachlosigkeit gedrängt werden, werden vor allem oft einsam. Dabei ergaben zahlreiche soziologische Studien zum Thema Obdachlosigkeit, dass eben diese sozialen Kontakte und ein stabiles Umfeld essentiell für einen Weg runter von der Straße sind. Da wirft sich die Frage auf, wenn man in die menschenverachtenden Unterkünfte der Stadt Regensburg blickt, ob die Stadtverwaltung diese Menschen nicht sogar lieber am Rande der Gesellschaft weiß, um des Profites willen. In der Taunusstraße beispielsweise wird man frühmorgens aus der Unterkunft geworfen. Die Hürden, um dort überhaupt einen Schlafplatz zu bekommen, sind hoch. Es gibt keinen Gemeinschaftsraum in Regensburg. Und wenn doch, wie zum Beispiel hier ums Eck im Regensburger Strohhalm, nur für BürgerInnen mit einem deutschen Pass und wenn sie zuvor keinen Alkohol getrunken haben. Scheiße. Wenn Gemeinschaft und solidarisches Miteinander so wichtig sind, können wir nur unsere Wut darüber kundtun, dass in Regensburg lieber zigtausend neue Hotels aus dem Boden schießen, als dass es tatsächlich auch nur eine frei zugängliche Anlaufstelle gibt. Einen Freiraum, wo sich Obdach- und Wohnungslose, Jugendliche und schlichtweg einfach Menschen treffen können, ohne dass einem Kunst, Kultur und Konsum teuer angedreht werden, ein Pass oder die erforderlichen 0 Promille den Zutritt verhindern. Doch wer schreibt uns eigentlich vor, wo und wie wir zu wohnen haben? In der Berliner Habersaatstraße wurde beispielsweise Anfang Januar 2022, also vor ein paar Wochen, ein leerstehendes Haus besetzt, um obdachlosen Menschen einen Raum zu schaffen. Ursprünglich sollte der Wohnkomplex abgerissen und der Grund sollte für Luxuswohnungen hergenommen werden, wie so oft. Nun hängt aus dem Fenster ein Transparent mit der Aufschrift beschlagnahmt. Solche autonomen Projekte können wir nur befürworten, denn uns ist eines schon lange klar. Kompromisse oder fadenscheinige, reformistische, angebliche Bemühungen der Stadt Regensburg, der massiv steigenden Obdachlosenzahl den Kampf anzusagen, bestehen anscheinend darin, Parkbänke so zu bauen, dass sie als Schlafplatz unbrauchbar werden. Die systematische Verdrängung der Menschen durch Neubauten, wie zum Beispiel das geplante Kepler-Areal und den Hotelkomplex an der Kirchmeierstraße oder Betretungs- und Alkoholkonsumverbote auf der Jahninsel. Ganz nach dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn. Zudem sind Obdachlose die Vergessenen der Pandemie. Ohne Wohnung leben derzeit in der Bundesrepublik nach einer Schätzung der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe etwa 45.000 Menschen auf der Straße. Die Dunkelziffer liegt weit höher. 256.000 weitere waren im Jahr 2020 ohne einen Mietvertrag, davon etwa 141.000 Geflüchtete in Gemeinschafts- und Sammelunterkünften. Im ersten Jahr der Pandemie stieg die Zahl der Menschen ohne Mietvertrag laut Bundesarbeitsgemeinschaft der Wohnungslosenhilfe um 13% an. Auf der Homepage des Robert-Koch-Instituts heißt es zur besonderen Gefährdung Obdachloser durch die Pandemie. Es wird angenommen, dass diese aufgrund der prekären Lebensverhältnisse, Armut, des eingeschränkten Zugangs zur Gesundheitsversorgung und bestehender Vorerkrankungen ein erhöhtes Risiko sowohl für eine Infektion als auch für einen schweren Covid-19-Krankheitsverlauf haben. Aufgrund der hohen Vulnerabilität sei für wohnungs- und obdachlose Menschen als priorisierte Gruppe der Zugang zur Impfung gegen Covid-19 sicherzustellen. Leider bekommen wir davon wirklich nichts mit. Die Priorität der Stadt Regensburg muss die Sicherstellung der Erfüllung der Rechte dieser Menschen sein, die sich als Zusammenspiel aus ärztlicher Versorgung, sozialer Kontakte und die Erfüllung der körperlichen Grundbedürfnisse versteht. Denn nur so kann ein würdevolles Leben ermöglicht werden.
Jeder hat das Recht auf medizinische Versorgung, wie zum Beispiel Impfungen oder Therapieangebote, gerade in Pandemiezeiten. Einen warmen Schlafplatz, an dem Mensch sich nicht rechtfertigen muss, ob er ein Bier getrunken hat. Das Recht auf einen Zugang zum gemeinschaftlichen Miteinander. Deshalb fordern wir die sofortige Unterbringung obdachloser BürgerInnen in leerstehenden Hotels in Regensburg. Bravo! Wir fordern ein würdevolles Leben statt Leerstand für den Aufbruch der profitorientierten Stadtpolitik und ihrem verachtenden Umgang mit Obdachlosen. Jawohl!